Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Sky Factory 3. Heute immer noch mit mir alleine, aber diesmal mit anderer Musik. Ich habe jetzt mal von Elektronik auf House gewechselt. Gefällt mir bis jetzt um einiges besser. Mal gucken. Ja, ich habe eben nebenbei eigentlich nichts gemacht. Wie man sieht, die Dinger hier... Ja gut, die sind jetzt nicht mehr verbunden. Also es hat zwischendurch mal ein bisschen funktioniert. Ich kann mir mal überlegen, wie ich jetzt hier die Kabelverbindung mache. Ja, das wird alles hässlich. Ich muss es eigentlich unten irgendwie langlegen. Oder ich lege die Stromverbindung hier lang. So. So. Den Insert kann ich ja auch von da drüben nutzen. Ja. Da kann ich dann einfach nach braun reinpumpen. Das heißt, Extrakt nach braun. Extrakt nach braun. Nach braun. So. Und jetzt sollten die eigentlich rauspumpen können. Ja, genau. Pumpen raus. Gut. Dann brauche ich das Kabel hier nicht mehr. Oh. So. Da musste ich gerade mal antworten. So, hier ist Item und Strom, beides. So, und das exportiert jetzt hoffentlich schneller. Ja, das exportiert deutlich schneller. Gut. Ergo brauchen wir jetzt noch einen zweiten Exportbus. Einmal das. Einmal das. Ich muss dann mal das mal automatisieren oder zumindest ein paar auf Vorrat machen. Aber immerhin geht das recht schnell. So. Das ist wirklich krank, dass ich das Rezept auswendig kenne mittlerweile. So. Export. So. Da kommt jetzt Jellorium. Quarz und Quarz Enriched Iron rein. So. Die haben wir alle Insert auf blau. Das heißt, der hier exportiert extra grün. Achso, stimmt, der geht nach da oben. Habe ich hier irgendwo eigentlich grün? Ja. Das heißt, das kann ich schon mal nicht machen. Braun habe ich. Blau habe ich. Glaube ich bei dem hier, oder? Genau. Das heißt. Ja, das war klar, dass der jetzt vorläuft. Insert Purple. Purple, so. Ja, da muss ich mal gucken, was ich mit dem Shit jetzt mache. So. Purple. Und rausholen tut er nach Cyan. Und hier ist Extrakt. Ne, der soll gar nicht rausholen. Der soll nur Insert Purple haben. Warum hat der jetzt hier... Der extracted nach Cyan. Und die kriegen Insert Cyan. Und Extrakt nach Braun.
Ja, das müsste dann hier vorne sein. Okay, also eigentlich dürften die jetzt keinen Mist irgendwo reinkriegen. Ich hoffe, die hier auch nicht. So, das ist auch kein Mist drin. Da auch nirgends. So. Gut, dann ist hier wohl hoffentlich nichts drin. Aber ich glaube, ich splitte die Netze doch nochmal auf. Das ist mir, glaube ich, sicherer, als wenn ich jetzt hier... Na? Zwei Netze habe und mit Pech irgendwas kaputt mache oder so. So. Dann brauche ich diese... nicht Strom. Ich will hier Item-Conduits weg haben. Strom soll bleiben. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Die kann man glücklicherweise so schnell abbauen. So. Ah, verdammt. Eine Reihe verbaut. So. Du bekommst hier Insert Grün. Nee, komm, machen wir hier auch Insert Braun. Dann sollte es eigentlich wieder klappen. Genau. Na? Ja. So, du bekommst hier auch fleißig was. Das Ding ist aber zu langsam, das habe ich mir schon gedacht. Aber immerhin sollte ich jetzt hier kein Ohr mehr lagern. Oder zumindest sollte es hoffentlich weniger werden. Und du bekommst jetzt hier Cyan Export. So. Das heißt, eigentlich solltest du jetzt hier ordentlich was raushauen. Ja, passt. Gut. Das heißt, die Anlage läuft jetzt. Ja, dann müssen wir gucken. Ich weiß halt nicht, die Anlage, die Colossal Chest, ob die wirklich Leck verursacht. Ich kann halt nur das sagen, was ich höre quasi. Bis jetzt habe ich da noch keine Lecks gemerkt. Wir müssen einfach mal gucken. Auf jeden Fall, so wie das jetzt aufgebaut ist, sieht das zwar scheiße aus. Aber es funktioniert. Das heißt, eigentlich sollte der ganze Quatsch hier weniger werden, stückweise. Vielleicht sollte ich auch mal ein paar Speed-Upgrades bauen. Speed-Upgrade. Nein, das sind die falschen. Da sind sie. Das sind die ganz normalen, okay. 56. Passt. 56 und Silikon habe ich nicht mehr genug. Das heißt, ich werde jetzt hier mal ein bisschen Sand nehmen, durch die Slackmill hauen. Und dann haben wir auch wieder ordentlich Silikon. Ah, wir haben hier sogar noch was. Okay, dann brat du mir das hier mal durch. Furnace. Ja, aber wir haben da auf jeden Fall noch was auf Reserve. So. Die sollten jetzt eigentlich dann das letzte Zeug hinnehmen. Und wenn das durch ist, ich simuliere mal kurz, dass es durch ist. Genau, sollte das Netherquarz hier irgendwo noch mit reingepumpt werden. Und anschließend... Jo, passt. Also, es funktioniert jetzt. Jetzt nur die Frage, wenn ich hier den Kram rausnehme und hier reinpacke, ob es auf Dauer hier weniger oder mehr wird. Ja, das muss man dann mal gucken.
Das ist aber eine Sache, die kann man leider nicht so von jetzt auf gleich machen. Gut, das heißt, das erste Problem habe ich gelöst. Bis auf das hinten wieder Zombies spawnen. Das nächste Problem, was ich angehen wollte, war die Monsterfalle. Denn wir haben immer noch diesen Mob-Fan, genau, so heißt das Ding. Und wir können hier Mob-Fan-Upgrades basteln. So, davon kann ich glaube ich nicht unbedingt zu wenig haben. So, also da hat man schon gesehen, dass es doch ein bisschen länger dauert, bis er das realisiert. Lava. So, was für ein... Oh. Okay, da erkennt er noch, da erkennt er noch. Okay, das heißt drei Blöcke daneben noch. Gut. Dann brauche ich Mob. Welche von den Dingern? Wie viel Stahl haben wir? Ich glaube, wir haben nicht genug Stahl, oder? Doch, 2000 haben wir. Wo auch immer wir so viel Stahl her haben. So. Ach, da können 10 Stück von rein. Ja gut, dann mache ich gleich mal ein paar mehr davon. Ah, das ist schon Schnalle. So. Ach, ich wollte doch nicht alle machen, verdammt. 23, ja, das kann reichen. So, jetzt wäre es aber eigentlich ganz gut, wenn ich ein Jetpack hätte. Jetpack. Ich mache mal so ein ganz billiges hier. Conductive Iron. Haben wir da was von? Naja, war ja klar. Iron. Redstone. Allies only. So. Das kann ich unten auch nochmal nachschmeißen. Dann kriegen wir hier auch noch die letzten Prozessoren. So. Conductive Iron 3, das reicht nicht. Danke. 4. 5, so, das 5 sollten reichen, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau. Nein, reicht nicht. Wie ekelhaft ist das Rezept denn? Super Jetpacks 2. Na gut. So, Redstone Conduit. Haben wir die noch? Nee, haben wir natürlich nicht. Redstone Alloy, Silikon und Redstone. Und Redstone. Weißt du was, du darfst nach beiden Seiten hin ausgeben. Aber ich möchte jetzt erstmal von dir das Zeug haben. Drei Stück brauche ich aber nur davon. So. Jetzt noch eben das letzte durchschmelzen lassen. Und die Folge ist gleich wieder zu Ende. Ich schaffe irgendwie heute mal wieder gar nichts. So, davon brauchen wir bestimmt irgendwann nochmal wieder mehr. Basic Gear brauchen wir 4. Ja, jetzt haben wir alles bis auf die Redstone-Dinger. Das machen wir noch eben schnell fertig. So. 1, 2. Und ich habe natürlich nicht genug davon. So. Ich bin gerade am überlegen, ob ich noch eine... Ja, ich brauche noch eine Maschine dafür, die das auflädt. Capacitor Bank. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das mache. Energetic Alloy und
davon habe ich nichts. Ja gut, aber die 15 Minuten sind noch wieder voll. Das heißt, ich werde mir bis morgen mal oder bis zur nächsten Aufnahme was überlegen. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.